Dann darf ich jetzt aufrufen den Tagesordnungspunkt 1. Das ist die dritte Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Zweites Gesetz zur Änderung des Artikel 141 Gesetzes. Berichterstatter ist der Kollege Decker. Lieber Kollege Decker, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zum Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, zweites Gesetz zur Änderung des Artikel 141 Gesetzes lautet, der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung unverändert anzunehmen. Die Empfehlung ergeht mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, AfD und Freien Demokraten bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE. Danke schön. Ja, vielen Dank für die Berichterstattung, Herr Kollege Decker. Ich eröffne die Aussprache und darf dem Kollegen Michael Reul für die Fraktion der Christdemokraten das Wort erteilen. In der dritten Lesung 5 Minuten je Fraktion. Bitte schön, lieber Kollege Reul, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor 2 Tagen haben wir die Liquiditätshilfen und die regulatorischen Erleichterungen für die Kommunen beschlossen. Heute wollen wir den nächsten Schritt gehen, um die Grundlage zu schaffen, den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der schlimmsten Krise unseres Landes helfen zu können. Die Menschen warten darauf, dass wir ihnen in der größten Not helfen und für die Zukunft eine Perspektive geben. Für parteipolitisches Klein-Klein haben sie berechtigterweise kein Verständnis. Wir wollen nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig die richtigen Maßnahmen ergreifen können, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den Unternehmen und den Kommunen Unterstützung zu geben und wirtschaftliche Impulse setzen zu können. Denn gerade die Kommunen unterstützen in besonderem Maße mit ihren Aufträgen die mittelständigen Unternehmen und helfen damit, auch Arbeitsplätze zu sichern. Wir brauchen Klarheit, Transparenz und eine mehrjährige Sicherheit für unsere Entscheidungen für die Menschen. Deshalb wollen wir ein Sondervermögen mit einer Kreditermächtigung von maximal 12 Milliarden € beschließen, um im Rahmen der Corona-Pandemie jederzeit handlungsfähig zu sein. Damit wir dieses Ziel umsetzen können, werden wir heute das Ausführungsgesetz, den Artikel 141, dahingehend anpassen, dass mit normaler Mehrheit der Abgeordneten, wie es auch das Grundgesetz vorsieht, die notwendigen Maßnahmen auf den Weg gebracht werden können. Jetzt muss gehandelt werden. Es geht um die Menschen, die sich auf uns verlassen, und deshalb müssen wir jetzt die Grundlage schaffen, um das Sondervermögen beschließen zu können. Wir befinden uns weiterhin in einer historisch einmaligen Situation, und diese erfordert unser konsequentes Handeln. Die Menschen in Hessen benötigen jetzt ein klares Signal, wie es weitergeht. Sie benötigen Planungssicherheit und eine handlungsfähige Regierung. Es ist daher wichtig und richtig, die Zweidrittelmehrheit durch eine einfache Mehrheit zu ersetzen, um diese Blockade aufzulösen. In den meisten Bundesländern wird dies schon jetzt so gehandhabt. Die Schuldenbremse, das möchte ich an dieser Stelle betonen, bleibt in ihrem Kern unverändert. Sie hat Verfassungsrang und wird nicht angetastet. Es gelten auch weiterhin die entsprechenden Verschuldungsregelungen, und nach denen neue Schulden nur in absoluten Ausnahmefällen wie Naturkatastrophe oder vergleichbaren Fällen aufgenommen werden dürfen. Nur dann gibt es laut Verfassung die Möglichkeit, Schulden aufzunehmen, um auf die Herausforderungen in den jeweiligen Krisenzeiten zu reagieren, so in der wir uns jetzt auch befinden. Mit dem Sondervermögen setzen wir ein starkes Signal, und gerade im Sinne der Schuldenbremse, indem wir jetzt einen festen Betrag benennen und mit einem klaren Tilgungsplan versehen, den unser Land Corona-bedingt schultern muss. Das müssen wir auch genau jetzt tun. Ein Hinhalten und Abwarten würde viele Menschen, die heute auf Hilfen warten, verunsichern und auch enttäuschen. Wir benötigen jetzt Planungssicherheit und können uns nicht andauernd in Diskussionen von vielen nur zeitlich begrenzten Nachtragshaushalten begeben. Das Coronavirus hält sich nämlich nicht an Haushaltsjahre. Wir als Koalition von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN wollten das Ausführungsgesetz nicht ändern.
Wir haben sehr intensiv das Gespräch mit der Opposition gesucht. Aber nun handeln wir sozusagen in Notwehr für die Menschen in unserem Land, die jetzt mitten in der Krise ein starkes Signal benötigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU steht wie keine andere Partei in Hessen und Deutschland für die Einhaltung der Schuldenbremse und für sorgsames Wirtschaften. Und darauf achten wir auch in den kommenden Jahren. Aber jetzt sind Impulse für Wachstum unerlässlich. Wir leben in einem Ausnahmezustand. Und wir arbeiten daran, so schnell wie möglich wieder zum Normalzustand zurückzukehren. Dabei ist das Sondervermögen kein Schattenhaushalt oder auch kein Blankoscheck. Die parlamentarische Kontrolle wird durch regelmäßige Berichte im zuständigen Haushaltsausschuss und dem Freigabevorbehalt bei Ausgaben über 1 Million € gewährleistet. Eine so engmaschige Kontrolle gibt es im normalen Haushaltsverzug nicht. Alle Aufwendungen werden transparent und auch klar dargestellt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fasse zusammen. Wir wollen jetzt helfen, und zwar den Bürgern, Arbeitnehmern, Unternehmen und auch den Kommunen. Es geht um die Menschen, die sich auf uns verlassen. Das Sondervermögen hilft jetzt und schafft mehrjährige Sicherheit und setzt ein wichtiges Signal. Die Opposition blockiert bedauerlicherweise diese Hilfe. Sie möchte zeitlich begrenzt wirksame Nachtragshaushalte. Aber ich habe es erwähnt, das Coronavirus hält sich nicht an Haushaltsjahre. Die Schuldenbremse gilt weiterhin, und wir fühlen uns ihr auch verpflichtet. Herr Kollege Reul, die Redezeit läuft ab. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Wir ändern heute das Ausführungsgesetz, damit wir weiterhin für die Menschen in unserem schönen Bundesland handlungsfähig sind und ein klares Signal setzen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Reul. Nächste Rednerin ist die Vorsitzende der SPD-Fraktion, Kollegin Nancy Faeser. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Demokratie ist mehr als die Herrschaft der Mehrheit. Dieser kluge Satz könnte von Tocqueville sein, von Habermas oder den Müttern und Vätern unseres Grundgesetzes. Tatsächlich stammt er aber aus dem Entwurf des neuen Grundsatzprogramms von Bündnis 90 die Grünen. Und so richtig dieser Satz im Grundsatz ist, so sehr konterkarieren ihn die hessischen Grünen hier und heute in der Praxis. Heute soll mit einfacher Mehrheit über die Zweidrittelmehrheit über die Feststellung einer Ausnahmesituation der Schuldenbremse abgeschafft werden. Oder, um es anders zu sagen, meine Damen und Herren, wir werden Zeugen, wie die Arroganz einer Landesregierung in Gesetzesform gegossen wird. Wie Regeln weggefegt werden, wenn sie dem Machterhalt von Schwarz-Grün im Wege stehen, mit der läppischen Bemerkung aus ihrer Gesetzesbegründung, weil sie nicht praktikabel sind. Doch, Herr Kollege Reul, das sind Sie sehr wohl, und das hat dieses Parlament im März dieses Jahres auch bewiesen, indem es einstimmig der Vorlage dieser Ausnahmesituation bereits zugestimmt hat und einen Nachtragshaushalt auf den Tisch gelegt hat in Höhe von 4,5 Milliarden €. Das ist alles andere als Notwehr, meine Damen und Herren. Und ich will das noch einmal betonen. Mit diesem Manöver, meine Damen und Herren, fügen Sie dem hessischen Parlamentarismus schweren Schaden zu. Ja, heute ist es nur ein Gesetz, aber es sind die kleinen Schritte, die eine Demokratie gefährden. Denn Legitimation ist auch eine Frage von Verfahren.
Und diese Legitimation geht verloren, wenn die Verfahren zur Farce werden. Demokratie ist mehr als die Herrschaft der Mehrheit. Das heißt auch, unser Rechtsstaat muss sich auf Prinzipien stützen, die, was legal ist, auch als legitim rechtfertigen. Und die heutige Entmachtung des Parlaments ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verfassungskonform, aber sie ist mit absoluter Sicherheit nicht legitim, meine Damen und Herren. Und wofür das alles? Um einen milliardenschweren Schattenhaushalt mit der Brechstange durchs Parlament zu drücken. Dieser Schaden für den Parlamentarismus, meine Damen und Herren, der war vermeidbar. Unsere Hand war von Anfang an ausgestreckt, weil wir den Menschen in der Krise helfen wollen. Sie haben diese ausgeschlagen. Sie hatten anderes im Sinn, meine Damen und Herren. Mit Hilfen in der Krise hat das wenig zu tun, dafür vielmehr mit dem Plan Schwarz-Grün für die Landtagswahl 2023/24 ein milliardenschweres Wahlkampfbudget zu sichern. Wer eine solche Krise für seine eigenen Zwecke missbraucht, beweist nur eins, dass er moralisch nicht geeignet ist, eine Regierung zu führen. Und Herr Ministerpräsident, ich habe höchsten Respekt vor Ihrem Amt und natürlich auch vor Ihrer Lebensleistung. Aber was wir hier erleben, meine Damen und Herren, zeigt das völlige Fehlen politischer Führung. Und die nette Variante ist noch, dass Sie nicht wussten, welches Spiel hier gespielt wurde. So gehört es zu den besonderen Ironien dieser Tage, dass der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir von den, ich zitiere, weltbesten Maßnahmen der Krisenbewältigung in Hessen redet und dass in dem Bundesland, wo die Regierung keine gemeinsame Lösung hinbekommt, im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern und sonst, wo auf die andere Seite zugegangen wird, meine Damen und Herren, das ist wirklich Ironie. Sie sprechen davon, den Kommunen mit ihrem Schattenhaushalt Sicherheit geben zu wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie geben einzig und allein dem Finanzminister Sicherheit. Kommunen würden durch einen kommunalen Finanzausgleich 2021 Sicherheit bekommen, nicht durch die bloße Feststellung, dass in den nächsten 3 Jahren Steuermindereinnahmen in Höhe von 2,5 Millionen € ersetzt werden, mehr aber auch nicht. Und da wird schon drunter subsumiert, welche Landesaufgaben davon alle finanziert werden. Von der Krankenhausfinanzierung über andere Maßnahmen hinweg. Das Ergebnis, die Kommunen bleiben unterfinanziert und Ihre Worte nur leere Versprechen, meine Damen und Herren. Frau Kollegin, bitte denken Sie an die Redezeit. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetz zur Aufhebung der Zweidrittelmehrheit soll nicht die Opposition entmachten, sondern das Parlament. Und wenn der Hessische Landtag dem heute zustimmt, nimmt er sich selbst ein Stück seiner Würde. Ich bin überzeugt, dem kann kein Abgeordneter nach bestem Gewissen und Gewissen zustimmen. Und deswegen appelliere ich an Sie. Hören Sie auf Ihr Gewissen, stimmen Sie mit Nein, und dann können Sie den Tiefpunkt noch zu einer Sternstunde des Parlamentarismus machen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Heidkamp. Die haben Sie. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen!
Während der Reden hier im Plenum von der SPD und vor allem von der FDP ist mir bewusst geworden, wie tragisch es ist, wenn man erst bei der Scheidung feststellt, dass man im Ehevertrag schwerwiegende Fehler gemacht hat. Sehr geehrter Herr Hahn, Sie hätten 2013 darauf bestehen sollen, dass die Schuldenbremse und die Abstimmung mit zwei Drittel der Mitglieder des Landtags in der Verfassung verankert wurde. Unser Ministerpräsident, Herr Bouffier, ist dagegen heute sehr froh, da er es nicht getan hat. Aber das wird in wenigen Stunden alles Schnee von gestern sein. Die Schuldenbremse, ein Konzept zur Disziplinierung und Kontrolle gefährlicher Versuchungen von parteipolitischer Instrumentalisierung des Haushalts, beerdigt unsere schwarz-grüne Regierung heute. Wir müssen uns also ab sofort der neuen Realität von in monströse Dimensionen aufgeblasenen Kreditblasen stellen, mit langfristig potenziell desaströsen Auswirkungen auf und für die Zukunft der Bürger dieses Landes. Nicht ohne Hintergedanken werden diese Kreditermächtigungen euphemistisch Sondervermögen genannt. Wir müssen und wir werden uns als Opposition damit nicht abfinden. Die Anpassung der Abstimmungsmodalitäten in Artikel 141 Absatz 4 an die Regelung des Artikels 88 Satz 1 Hessische Verfassung ist eigentlich nur von sekundärer Bedeutung. Das wirkliche Thema ist das Sondervermögen. Der Hessische Rechnungshof sieht diese Tendenz der Bildung von Sondervermögen zur Bewältigung von Haushaltsproblemen ebenfalls sehr kritisch. So moniert der dritte Senat des Rechnungshofs in seiner jüngst abgegebenen Stellungnahme, dass er einfach keine vernünftigen Gründe sieht für die Bildung eines Sondervermögens Hessen gute Zukunft. Die Bildung eines solchen Sondervermögens schränke die Haushaltsgrundsätze der Einheit und Vollständigkeit grundsätzlich ein. Damit würde die Budgethoheit des Parlaments, ein hohes Gut, ohne jeden Grund gefährdet. Zwei Sachen. Kredite dürfen nur zum Zweck und in dem Umfang aufgenommen werden, der dazu erforderlich ist, die Handlungsfähigkeit des Staates in Notsituationen sicherzustellen. Zweckentsprechende Rücklagen müssen vorher aufgelöst werden, bevor es zur Aufnahme weiterer Kredite kommt. Wir haben aber in diesem Landtag seit März 2020 bewiesen, dass dieses Ziel mit den Mitteln der Nachtragshaushalte sogar unter Einbeziehung der Opposition erreicht werden kann. Mit Änderung der Abstimmungsregeln entfällt jetzt aber wirklich jeder Grund, ein solches Sondervermögen in diesen Dimensionen für mehrere Haushalte zu bilden. Die hessische Regierung kann ab Samstag in ihrer eigenen hauchdünnen Mehrheit kurzfristig jede notwendige erachtete Kreditaufnahme beschließen. Sogar in Berlin wird heute ein Nachtragshaushalt von 218,5 Milliarden € beschlossen. Von der Notwendigkeit eines Sondervermögens ist in Berlin nicht die Rede. Herr Scholz kommt sogar zu der Einsicht, dass man bei solchen Beträgen sich leicht verzetteln, unfassbar, glaube ich nicht, und die richtigen Ziele aus den Augen verlieren kann. Die Bildung eines Sondervermögens ist zwar ein netter Trick, leider für die Regierung mit leicht durchschaubaren, nicht sehr lauteren Intentionen. Mit dem Sondervermögen hat diese Regierung über den von Wahlkämpfen geprägten Zeitraum von 2020 bis 2023/24 konjunkturunabhängig den Zugriff auf den gesamten Betrag von zusätzlichen 12 Milliarden €, egal was passiert. Die verbindliche Tilgung, eine Grundvoraussetzung zeitlich und in dieser Größe für einen solchen Kredit, ist in diesem Sondervermögen sichergestellt und ohne Probleme zu realisieren. Einfach ist das, da sie ja aus dem Haushalt erfolgt, die Tilgung. Das Risiko der Einnahmen wird dagegen im Haushalt belasten. Wenn es dann einmal nicht so gut laufen sollte in den nächsten drei, vier Jahren, muss eben im Haushalt gespart und muss eben bei ihm weitere Kredite aufgenommen werden. Die Regierung schafft sich mit diesem Sondervermögen mit voller Freiheit bei den Ausgaben und mit garantierten Einnahmen ein politisches Paradies auf Erden. Wer hätte damit in Corona-Zeiten noch retten können? Wir können als AfD und Opposition diese Entwicklung nicht mehr aufhalten. Bei dem grünen Koalitionspartner der Regierung Bouffier-Al-Wazir glauben wir jedenfalls in dieser Frage Hopfen und Malz verloren. Unsere ganze Hoffnung
beruht daher auf den wenigen Abgeordneten der CDU, die sich noch an die bewährten konservativen Standards und Werte ihrer Partei erinnern und sich entsprechend bei der heutigen und der Abstimmung am Samstag verhalten werden. Falls dieses Gesetz heute in dritter Lesung, hören Sie mal zu, falls dieses Gesetz heute in dritter Lesung beschlossen wird, wird die Alternative für Deutschland eine Nomenklaturklage einreichen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Heidkamp. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten, René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Heute ist ein trauriger Tag. Ein trauriger Tag für die Bürgerinnen und Bürger im Lande Hessen und ein trauriger Tag für die Demokratie in unserem Land. In keinem anderen Parlament in Deutschland hat es eine Landesregierung geschafft, den Konsens zur Bewältigung der Corona-Krise zu zerstören. Das ist allein ein Alleinstellungsmerkmal dieser von Volker Bouffier geführten Regierung, und das ist ein Armutszeugnis für Hessen. Wir alle hier, und ich sage das auch für meine Fraktion und auch für mich persönlich, sind in diese Legislaturperiode gestartet mit dem Ziel, eine politische Kultur zu betreiben, die es möglich macht, in einer Art und Weise miteinander umzugehen, wie die Bürgerinnen und Bürger das in dem Land sicherlich wertschätzen. Diesen Konsens zerschlagen Sie ohne Not, und das ist sehr schade für unser Land, und das ist Ihre Verantwortung und von sonst niemandem. Und wenn ich die Rede des Vertreters der Union hier zu dem Gesetzentwurf zur Abschaffung der Schuldenbremse gehört habe, dann verhalten Sie sich nicht nur moralisch unredlich, sondern Sie gehen auch unredlich mit der Wahrheit um, und das ist wirklich nicht gut. Wenn wir hier nicht in einem Landtag wären, in einem Parlament, und wir uns Regeln halten müssten, würde ich noch deutlichere Worte für das finden, was wir hier gehört haben. Es ist eine Unverschämtheit, der Opposition vorzuwerfen, wir hätten Blockadepolitik betrieben, und Sie wären in einem Modus des Notstandes und der Notwehr. Das ist eine Unverschämtheit. Das kann ich Ihnen nur zurufen. Und wie groß muss die Not bei Ihnen sein, dass Sie zu solchen Methoden greifen, um Ihr politisches Handeln zu rechtfertigen? Das ist ein absolutes Armutszeugnis, und damit werden wir Sie nicht durchkommen lassen. Die Bürgerinnen und Bürger werden die Wahrheit über Ihr Verhalten erfahren, und das wird Sie nachhaltig schädigen, das wird Ihre Glaubwürdigkeit untergraben, und das haben Sie sich redlich erarbeitet, sehr geehrte Damen und Herren. Sie sagen, die Schuldenbremse in der Verfassung wird nicht angetastet, wenn wir heute die Zweidrittelregelung aus dem Gesetz nehmen. Ich sage Ihnen, das sehen viele in Hessen völlig anders, nicht nur die Freien Demokraten und die Sozialdemokraten, das sehen viele Bürgerinnen und Bürger, viele Organisationen in diesem Land anders. Deshalb kann ich Sie nur auffordern, gehen Sie einen anderen Weg, halten Sie ein und beenden Sie dieses Schauspiel, das Sie hier aufführen im Hinblick auf die Schuldenbremse, und schützen Sie die Rechte der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land vor unnötigen Schulden, vor einem Schuldenetat. Und darum halten Sie ein, liebe Freunde von der Union. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann glauben Sie doch dem Rechnungshof, glauben Sie doch dem Verband der Hessischen Unternehmen,
Glauben Sie den Familienunternehmen, glauben Sie dem Deutschen Beamtenbund und glauben Sie Ihrer eigenen politischen Führung, die Ihnen ins Stammbuch schreibt, und da zitiere ich eine Konferenz, die stattgefunden hat am 23. Juni der Haushaltspolitiker der Union deutschlandweit. Dort haben Sie selbst verkündet, die von der Union gegen viele Widerstände durchgesetzte solide Haushaltspolitik schwarze Null hat die Grundlage dafür geschaffen, dass Bund und Länder in der Corona-Krise schlagkräftig handeln konnten. Gemeinsam mit der grundgesetzlichen Schuldenbremse sind dies wichtige Leitplanken für die Haushaltspolitik der Gegenwart und der Zukunft. Wie können Sie so etwas deutschlandweit vertreten und dann so hier in Hessen handeln? Das ist Wortbruch am Bürger. Das sage ich Ihnen noch einmal. Was Sie heute tun, was Sie hier tun, schädigt die politische Kultur in unserem Land nachhaltig. Sie werden nicht erleben, dass wir zur Tagesordnung zurückkehren. Sie werden erleben, wie dieser Hessische Landtag Sie immer wieder an den Unwahrheiten, an den Fehlentscheidungen entlang zur Verantwortung ziehen wird. Und das wird für Sie eine Herausforderung werden. Das kann ich Ihnen auf jeden Fall versprechen. Und die erste Herausforderung sehen wir ja heute schon. Sie werden ja in der namentlichen Abstimmung zeigen können, wer wo heute in diesem Landtag steht. Und wir werden womöglich feststellen, dass dieses Gesetz zur Abschaffung, der faktischen Abschaffung der in der Verfassung festgelegten Schuldenbremse, dass Sie dieses Gesetz nur mit Stimmen der Linkspartei durch dieses Parlament bringen können. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, spätestens da sollten Sie mal darüber nachdenken, wo Sie mittlerweile im politischen Spektrum stehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Nächster Redner ist der Kollege Frank-Peter Kaufmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute biegen wir mit der dritten Lesung des Artikel 141er Gesetzes auf die Zielgerade der ersten Etappe unseres mehrjährigen Marathonlaufs aus der Corona-Krise heraus und in eine nachhaltige, gute Zukunft Hessen hinein. Das erste Ziel ist die Schaffung einer klaren und verlässlichen Perspektive für den Wiederaufbau unseres Landes und damit das Startsignal an alle Hessinnen und Hessen, sich auf dem stabil finanzierten Fundament des Sondervermögens gemeinsam engagiert einzubringen. Die anvisierte Ziellinie werden wir am Samstag erfolgreich überqueren, wenn wir heute den Blockadebolzen der Opposition herausgezogen haben. Meine Damen und Herren, wer den Verlauf der Debatten zu diesem Gesetzentwurf aufmerksam verfolgt hat, der hat doch sicher gemerkt, dass es gut ist, dass wir heute die abschließende Entscheidung treffen. Den Gegnern der Änderung fällt doch überhaupt nichts Neues mehr ein. Im Gegenteil, sie versteigen sich zu immer schlimmeren Behauptungen, die völlig weg von allen Realitäten sind. Stichwort Entmachtung des Parlaments. Meine Damen und Herren, schauen Sie auch ein bisschen in die Presse. Die SPD musste sich die überaus wohlwollende Korrektur des hiesigen Korrespondenten für kluge Köpfe versichern, der aus der völlig irrigen Behauptung, die immer wieder wiederholt wird, der Gesetzentwurf sei ein Anschlag auf die Reste des Parlaments, die immer noch übertriebene, aber subjektiv immerhin verständliche Aussage machte, es sei ein Anschlag auf die Rechte der Opposition. Gemeint sein kann damit aber nur der eigene Einfluss, denn offensichtlich setzen die Sozialdemokraten sich selbst immer noch mit dem gesamten Landtag gleich. Da sage ich, welch eine Überheblichkeit! Meine Damen und Herren, ganz sicher, die Opposition ist fraglos unverzichtbar. Aber mit Verlaub, auch eine Regierungsmehrheit wird in der parlamentarischen Demokratie gebraucht.
Denn natürlich ist auch die korrigierte Behauptung sachlich falsch. Denn die Rechte, die SPD und FDP für sich in der Auseinandersetzung reklamieren, die haben sie nach Geist und Wortlaut von Verfassung und Gesetz überhaupt nicht. Ein Blick in den Antrag Drucksache 3133 beweist Ihnen, das Überdeutliche kann jederzeit nachgelesen werden. Das Zustimmungserfordernis bezieht sich nämlich weder auf die Ausgabenseite noch auf die Art des Managements der Kreditaufnahme, also auf all diejenigen Gründe, die Sie für die Ablehnung bislang vorgeschoben haben. Meine Damen und Herren, nach der Haushaltsausschusssitzung von vorgestern wissen wir über die Motive der SPD, warum sie diesen Gesetzentwurf letztlich ablehnt, endlich besser Bescheid. Dort wurde uns nämlich vom Kollegen Warnecke versichert, dass man eigentlich gar keinen Sachgrund habe, sondern unverändert die Zweidrittelmehrheit im A-141-Gesetz immer noch ablehne. Man also mit dem seinerzeit vom Ex-Kollegen Schmidt vorgetragenen immer noch völlig einig sei. Das führte im Ausschuss zu einem gewissen Erstaunen bei einigen Anwesenden. Wir durften dann hören, dass man letztlich aus Gründen des Anstandes die Veränderung ablehne. Es sei eben nun einmal nicht anständig, eine Regel zu ändern, die man anwende. Man hätte es ja früher machen können oder müssen. Meine Damen und Herren, bei dieser Mitteilung sind dem einen oder anderen Mitstreiter oder Mitstreiterin auf der Ablehnungsseite die Gesichtszüge dann doch erkennbar entglitten. Beruht der lautstarke Protest der SPD also lediglich auf der eigenen Befindlichkeit? Sind die ganzen Vorwürfe also nur vorgeschoben? Ich fürchte, das ist so. Meine Damen und Herren, selten ist ein mit so viel Getöse orchestrierter Auftritt von zwei Fraktionsvorsitzenden, Stichwort Anschlag auf das Parlament, so kläglich verpufft. Dieses ebenso abrupte wie absurde Ende der Debatte bestärkt uns, jedenfalls in unserer Überzeugung, mit der heutigen Verabschiedung genau das Richtige für Hessens gute Zukunft zu tun. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kaufmann. Nächste Rednerin ist die Kollegin Wissler, Fraktionsvorsitzende DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Angesichts der großen sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen, die die Corona-Krise ausgelöst hat, hat die Landesregierung zum zweiten Mal beantragt, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird und Kredite aufgenommen werden können. Und damit das in Zukunft leichter geht, wollen CDU und GRÜNE die bisher nötige Zweidrittelmehrheit abschaffen und festlegen, dass Schulden nicht mehr innerhalb von 7 Jahren getilgt werden müssen, was finanzpolitisch ohnehin ein ziemlicher Unfug war. Wir hielten die Schuldenbremse immer für einen Fehler, den es zu korrigieren gilt. Und wir haben auch gesagt, dass es keinen Sinn ergibt, eine einfach gesetzliche Regelung zu treffen, dass die Schuldenbremse nur mit Zweidrittelmehrheit ausgesetzt werden kann, wenn man nur eine einfache Mehrheit braucht, um das ganze Gesetz zu ändern. Und folgerichtig haben wir damals das Gesetz abgelehnt, wie damals auch SPD und GRÜNE. Und jetzt war die Halbwertszeit dieses Gesetzes deutlich kürzer, als sich das einige bei der Einführung mal gedacht haben. Dass die CDU diesen Fehler jetzt korrigiert, das ist okay. Aber ich finde, das sollten Sie jetzt nicht mit einer Blockade durch die Opposition erklären, die es nie gegeben hat. Weil der Beschluss war ja nun einmal einstimmig. Und deswegen ist es natürlich ziemlich durchsichtig. Sie brauchen ein Feigenblatt, warum Sie jetzt Abkehr machen von Ihrer Politik der schwarzen Null und der Schuldenbremse. Haben Sie jahrelang propagiert. Und statt zuzugeben, dass das vielleicht finanzpolitisch, wirtschaftspolitisch ein Fehler war, versuchen Sie halt jetzt SPD und FDP die Schelle umzuhängen und zu sagen, die hätten alles blockiert. Wir alle wissen, dass das so nicht stimmt. Räumen Sie doch einfach ein, dass die Schuldenbremse der Realität nicht standhält. Der Bund der Steuerzahler spricht von einem Anschlag auf die Schuldenbremse. Und da sage ich mal für uns, daran beteiligen wir uns gerne. Und der ehemalige FDP-Landesvorsitzende schreibt, man müsse die Erfolge politischer Mitbewerber auch anerkennen.
In Hessen erzielt DIE LINKE vielleicht den größten Erfolg jemals in Hessen. CDU und GRÜNE schwenken auf ihren Kurs zur faktischen Abschaffung der Schuldenbremse ein. Meine Damen und Herren, über Anerkennung für unsere Arbeit freuen wir uns natürlich immer. Aber auch wenn die Argumente der LINKEN und auch der Gewerkschaften gegen die Schuldenbremse sehr gut sind und auch richtig sind, so muss man doch feststellen, dass die Schuldenbremse in allererster Linie an der Realität gescheitert ist, nämlich an der ersten schweren Krise, in der deutlich wurde, dass die Schuldenbremse eine Fessel ist und Investitionen erschwert. Und deshalb sehen wir die Änderung des Ausführungsgesetzes als einen ersten Schritt hin zum Anfang des Endes der Schuldenbremse, und dem werden wir selbstredend nicht im Weg stehen. Ich will für meine Fraktion ganz deutlich sagen, dass wir dieser Landesregierung keinen Meter weit trauen. Aber eine Aushöhlung der Demokratie kann ich darin auch nicht erkennen, wenn man ein schlechtes, nur mit einfacher Mehrheit beschlossenes Gesetz mit einfacher Mehrheit ändert und es etwas weniger schlecht macht. Abgeschafft ist die Schuldenbremse leider noch lange nicht. Dabei wäre das Eingeständnis nur konsequent, dass die Schuldenbremse gescheitert ist, und sie komplett abzuschaffen auf Bundesebene und auf Landesebene. Wir erleben den tiefsten wirtschaftlichen Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Millionen Menschen fürchten um ihre Existenz und ihren Arbeitsplatz. Und deshalb ist es richtig, dass jetzt gerettet wird, dass jetzt investiert und Menschen gerettet werden. Und das dürfen nicht nur die sein, die die größte Lobby haben und am lautesten schreien, sondern die Menschen, die in eine soziale Schieflage geraten. Und da will das Land ein Sondervermögen auflegen von 12 Milliarden €. Ich erinnere mich noch daran, wie wir als LINKE belächelt wurden, wenn wir bescheidene 1,5 Milliarden € im Haushalt beantragt haben. Aber so ändern sich die Zeiten. Der Finanzminister zitiert jetzt den DGB und bezieht sich auf ihn. Die CDU hüllt die schwarze Null und die Schuldenbremse aus. So ändern sich die Zeiten, meine Damen und Herren. Wir haben umfangreiche Änderungen zum Sondervermögen formuliert. Mehr Geld für Bildung, Investitionen in die Kommunen, einen gut ausgebauten ÖPNV, bezahlbare Wohnungen, Gesundheitsversorgung in der öffentlichen Hand und gut ausgestattete Schulen. Und wir werden uns von unserem Abstimmungsverhalten heute davon leiten lassen, welche Auswirkungen die Beschlüsse, die wir hier treffen, auf die Lebenssituation der Menschen in diesem Land haben und ob sie eine Verbesserung bedeuten. Und viele Menschen stecken in existenzieller Not, und sie sind dringend angewiesen auf Hilfe, und sie brauchen sie schnell. Und es ist richtig, dass aus dem Sondervermögen Kulturschaffende, Jugendherbergen, Pflegekräfte, Frauenhäuser, Studierende und Auszubildende unterstützt werden. Es ist auch richtig, dass es mehr Geld für Hessenforst gibt und Schritte in Richtung ökologischer Umbau gegangen werden. Auch wenn uns diese Maßnahmen nicht weit genug gehen, und sie sind nicht der große Wurf, der notwendig wäre, um die Gesellschaft nach der Krise sozialer, gerechter und ökologischer zu machen, werden wir diese Maßnahmen nicht ablehnen. Denn in dieser Krise zeigen sich Probleme, die seit Jahren bestanden haben. Wie lange diskutieren wir über den Pflegezustand? Wie lange diskutieren wir über den maroden Zustand der Schulen? Und in der Krise sind die sozialen Unterschiede noch deutlicher geworden. Und deswegen brauchen wir jetzt Maßnahmen, um zu investieren und die Situation der Menschen zu verbessern, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Am Ende ist aber die entscheidende Frage, wer für diese Krise bezahlt. Und diese Krise darf nicht dazu führen, dass die Einkommens- und Vermögensverhältnisse in diesem Land noch weiter auseinanderdriften, noch ungerechter werden. Es ist richtig, jetzt Kredite aufzunehmen. Aber wir müssen auch über die Frage reden, wer es am Ende bezahlt. Und deshalb haben wir den Vorschlag gemacht, eine einmalige Vermögensabgabe zu erheben und letztendlich auch diese Krise zu nutzen für eine gerechtere Steuerpolitik. Weil diese Krise darf nicht abgewälzt werden auf die Menschen, denen es vor der Krise schon nicht gut ging und die in dieser Krise ganz massive Einkommensverluste erlitten haben und um ihre Existenz sorgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Für die Landesregierung spricht der Ministerpräsident. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Alles ganz feucht hier, aber okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich aus zwei Gründen gemeldet. Ich glaube, die Debatte hat ja nicht völlig neue Elemente hervorgebracht. Eigentlich sind die Argumente ausgetauscht. Aber sie hat sie verschoben in eine sehr grundsätzliche Situation. Frau Kollegin Faeser, Sie sprachen von Demonstrationen der Macht. Sie sprachen von unmoralischem Verhalten. Sie haben Kategorien hier eingeführt, die aus meiner Sicht heute nicht unwidersprochen bleiben können. Meine Damen und Herren,
Meine Damen und Herren, wir haben die größte Krise seit Bestehen dieses Staates. Und die Krise ist noch lange nicht vorbei. Wir haben in Hessen, ich glaube, das darf man sagen, bis jetzt diese Herausforderungen gut bewältigt und ganz überwiegend gemeinsam. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber die Krise ist nicht vorbei. Die Pandemie geht weiter, und die Folgen, insbesondere die wirtschaftlichen Folgen, werden uns noch etliche Jahre begleiten. Sie kennen alle die Schlagzeilen. Und bei uns in Hessen die Sorgen vieler Menschen um ihre Zukunft. Die Lufthansa, Condor, Fraport, die Automobilindustrie, die Zulieferindustrie, ja, ganze Branchen, die mehr oder weniger vor dem Zusammenbruch stehen. Die Schausteller, die Messebauer, die Veranstalter, viele andere mehr. Und deshalb ist es heute an der Zeit, darauf deutlich zu machen, um was es jetzt eigentlich geht. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten doch von uns, dass wir das tun, was wir können. Dabei müssen wir sorgsam bleiben. Wir dürfen nie den Eindruck erwecken, wir könnten alles und jedes ungeschehen machen. Das habe ich nie getan. Das hat die Landesregierung nicht getan. Und das haben auch die sie tragenden Fraktionen von CDU und Bündnis 90, die Grünen, nicht getan. Aber wir haben immer, und das, meine Damen und Herren, ist auch unsere Pflicht, gesagt, es muss jetzt um mehr gehen als nur um die Bewältigung der Krise, die uns sehr gut gelungen ist. Und ich darf einmal sagen, es ist nicht lange her, und als wir den ersten Nachtragshaushalt beschlossen haben, da hatten wir die Bilder von Bergamo alle vor uns. Und unsere große Sorge war, wird das Gesundheitssystem das aushalten? Glücklicherweise ist es gelungen. Und ich möchte heute einmal sagen, bei all dem Streit, wir sollten pfleglich miteinander umgehen. Wir werden miteinander uns noch brauchen. Ja? Und deshalb müssen wir gemeinsam überlegen, was können wir tun und was müssen wir tun. Und vielleicht kann man bis dahin mal feststellen, bei sehr unterschiedlicher Sicht der Dinge ganz generell. Aber das müsste uns doch noch einen. Wenigstens das. Und dann stellt sich die spannende Frage, wie ist jetzt zu handeln? Und nach meiner festen Überzeugung müssen wir rasch handeln. Wir müssen kraftvoll handeln. Wir müssen planbar und verlässlich handeln. Und wenn es um diese Dinge geht, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Aufgaben, die vor uns stehen, am 31.12. diesen Jahres, wo ein Nachtragshaushalt zu Ende wäre, nicht angemessen beantwortet werden können. Herr Ministerpräsident, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Rock? Die Kollegen von CDU und Bündnis 90, die Grünen und Kollege Boddenberg haben das mehrfach ausgeführt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie wir angemessen und erfolgreich zum Beispiel die Digitalisierung vorantreiben sollen, ohne Vereinbarungen zu treffen mit den Schulträgern, mit vielen anderen, wie wir Ausbildungsverbünde, die ja noch nicht über 6 Monate gehen, sondern mindestens über 3 Jahre, wie wir die vereinbaren sollen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie wir auch und gerade mit den Kommunen dauerhafte Vereinbarungen treffen sollen, wenn wir einen anderen Weg gehen. Deshalb haben wir uns entschieden, wie viele andere auch, einen überjährigen Plan vorzulegen, gemeinhin Sondervermögen. Haben andere auch. Und man hat darüber nicht gehört, dass das ein Anschlag auf die Demokratie sei. Man hat nicht gehört, dass es ein Machtmissbrauch sei, sondern in anderen Ländern, in unserem Nachbarland Nordrhein-Westfalen, hat sich sogar die Opposition dem angeschlossen. Wenn wir das einmal nüchtern betrachten, dann ist meine Bitte an dieses Parlament. Man kann über den Weg streiten. Vielleicht sind wir uns ja in der Sache weitgehend noch einig. Sie haben aber den Weg schon abgelehnt. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich hätte es begrüßt, wenn wir auch bei dem Ausführungsgesetz zu Artikel 141 beieinander geblieben wären. Das ist jetzt nicht gelungen.
Aber das kann doch nicht bedeuten, dass eine Regierung nicht mehr handlungsfähig ist. Und wenn das so ist, dann müssen wir eben diese Handlungsfähigkeit herstellen. Und deshalb haben wir uns entschieden, diese Zweidrittelmehrheit zu verändern. Herr Ministerpräsident, die Redezeit der Fraktionen ist abgelaufen. Damit es auch einmal von mir gesagt wird, diese großen Schwinger, sie führen noch nicht weiter. Die Entscheidung der hessischen Bevölkerung in der Volksabstimmung über die Schuldenbremse bleibt doch völlig unberührt. Die Verfassung bleibt, wie sie ist. Und nun kann man ja durchaus auch anderer Meinung sein. Das respektiere ich ausdrücklich. Sie möchten den Weg der Nachtragshaushalte gehen. Nachtragshaushalte nach der bisherigen Rechtslage bedeutet, dass man irgendwie sich verständigen muss. Immer wieder. Und ja, das ist Demokratie, das ist völlig in Ordnung. Aber das Entscheidende ist, mit völlig ungewissem Ausgang. Wenn wir im Spätherbst dann zusammenkämen, um wie auch immer eine Mehrheit mit zwei Dritteln zu finden, könnten wir bis dorthin verbindlich überhaupt nicht entscheiden. Und eine ständig neue Suche um eine Zweidrittelmehrheit, meine Damen und Herren, kann man sich aus Oppositionssicht wünschen. Dafür habe ich Verständnis. Aber ich wünsche mir es deshalb nicht, weil es das glatte Gegenteil von dem ist, was unsere Bevölkerung und was die Wirtschaft in dieser Zeit braucht. Es ist das glatte Gegenteil von Verlässlichkeit und Planbarkeit, meine Damen und Herren. Und deshalb, vielleicht könnten wir uns darauf verständigen. Ich respektiere ausdrücklich, dass man eine andere Sicht der Dinge haben kann und auch einen anderen Weg wünscht. Das habe ich nicht zu kritisieren, das habe ich zu respektieren. Aber ich frage Sie, könnten Sie nicht auch die Größe aufbringen, zu respektieren, dass das, was die Mehrheit dieses Hauses für richtig hält, auch Ihren Respekt und Ihre Anerkennung findet, ohne dass Sie in der Sache zustimmen? Am Ende ist es doch nicht mehr als die Umsetzung dessen, wofür wir hier angetreten sind. Und sehr verehrte Frau Kollegin Faeser, Sie haben heute die großen Keulen herausgeholt. Sie haben erklärt, das sei ein Anschlag auf die Demokratie, das sei ein Machtmissbrauch. Ja, es sei sogar unmoralisch. Meine Damen und Herren, die Kollegen haben es mehrfach gesagt. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum gerade Sie, die die Zweidrittelentscheidung, die ich damals und heute im Kern für richtig gehalten habe. Ja? Ja, ist doch keine Frage. Und ich füge noch eins hinzu, vielleicht ganz offen. Als wir das damals miteinander besprochen haben, habe ich mir nicht vorstellen können, dass es jemals etwas geben könnte wie diese Pandemie. Das hatte niemand von uns im Blick. Eine Herausforderung? Natürlich nicht. Die alle Lebensbereiche betrifft. Und wir hatten auch nicht im. Gnädige Frau, ich habe Ihnen da auch zugehört. Zuhören ist mal der erste Fall von Respekt. Und von daher. Ich habe mir damals auch nicht vorstellen können, dass man in der Tat in einer solchen Situation nicht zu einer gemeinsamen Sicht auf die Dinge kommen könnte. Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass das jetzt leider so ist. Ich respektiere Ihre Position, aber ich bitte Sie ausdrücklich noch einmal auch zu respektieren, dass auch ein anderer Weg ein Weg ist, der die Attribute von Anschlag auf Demokratie und Ähnliches nun beim besten Willen nicht verdient. Meine Damen und Herren, die Sozialdemokraten,
Die Sozialdemokraten haben damals aus ihrer Sicht erklärt, zwei Drittel ist völlig falsch. Ich habe ehrlich gesagt bis heute nicht verstanden, warum Sie jetzt sozusagen den Untergang des Parlamentarismus für angemessen halten zu bezeichnen, warum Sie jetzt Ihre Meinung ändern. Aber das ist Ihr Problem. Mir geht es um etwas anderes, und das bitte ich Sie jetzt einfach mal zur Kenntnis zu nehmen. Diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben bei der letzten Landtagswahl ein Wählermandat erreicht und mit diesem Mehrheitsmandat auch den Regierungsauftrag. Und dieser Regierungsauftrag verpflichtet uns auch zu handeln. Und wenn wir dieser Pflicht nachkommen, meine Damen und Herren, dann ist das nicht Machtmissbrauch, das ist auch nicht unmoralisch, sondern das ist das, wofür wir gewählt worden sind und was die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten würden. Streit in der Sache, ja. Gegenseitig die Ehre, sich abzusprechen, mit mir jedenfalls nein. Und noch ein Wort, auch und gerade an die Kollegen der FDP. Ich habe in dieser Woche einen persönlichen Brief erhalten. Den konnte ich anschließend in der Presse lesen. Ich habe dann eine Antwort geschickt. Die habe ich auch nicht veröffentlicht, aber die ist offensichtlich auch bei der Presse. Und dort bin ich daran erinnert worden, dass wir das damals gemeinsam beschlossen haben. Und meine Damen und Herren, ich stehe dafür. Ich habe nach meiner Wahl zum Ministerpräsidenten in der Regierungserklärung, können Sie nachlesen, den Vorschlag gemacht, dass wir, ja, dass wir auch in der hessischen Verfassung die Schuldenbremse einführen. Die Linkspartei war damals schon dagegen, alle anderen haben sich dem angeschlossen, und die hessische Bevölkerung auch. Und das verpflichtet mich auch heute. Wir haben gemeinsam regiert, und wir haben gut regiert. Ich habe davon nichts zurückzunehmen. Und die jetzige Koalition hat genau diesen Geist befolgt. Meine Damen und Herren, es ist doch geradezu aberwitzig, uns zu unterstellen, wir würden nicht sorgsam mit diesem Gebot umzugehen. Wir haben in dieser Koalition ab 2016 und die Verfassung schrieb vor, ab 2020. Wir haben ab 2016 in diesem Land keine neuen Schulden mehr gemacht. Und wir haben in erheblichem Umfang in den folgenden Jahren Schulden zurückgezahlt, meine Damen und Herren. Und das zum ersten Mal seit 50 Jahren. Darauf sind wir stolz. Und das verpflichtet uns auch in der Zukunft. Hier geht es doch nicht ums fröhliche Geld ausgeben, sondern wir bleiben sorgsam. Ich muss respektieren, dass Sie im Parlament das anders sehen. Aber ich bitte Sie um Respekt, wenigstens unsere Motive nicht mit unmoralisch und Ähnlichem zu diskreditieren. Und die Bündnisse, die es jetzt hier in diesem Hause gibt zwischen FDP und Linkspartei, die einen machen sich Sorgen um unsere Partei, vergessen Sie das. Die Herausforderung ist so gewaltig, dass wir doch gewaltig uns anstrengen müssen, wenn wir in diesem Land eine gute Zukunft haben wollen. Und eine letzte Bemerkung will ich noch hinzufügen. Viele Redner der Opposition und auch in dem angesprochenen Brief sprachen von einer fragwürdigen Einstimmenmehrheit. Mit einer Stimme wollt ihr politisch entscheiden. Meine Damen und Herren, ich habe in meiner politischen Laufbahn relativ häufig mit einer Stimme entschieden. Ich darf die Kollegen mal daran erinnern, von 1987 bis 1991 haben CDU und FDP eine Stimme Mehrheit gehabt. Wir haben seinerzeit wesentliche politische Entscheidungen getroffen, mit heftiger Gegenwehr der Opposition. Das war so. Und 1999 bis 2003 haben wir ebenfalls
mit einer Stimme Mehrheit wesentliche zwei, okay, mit einer knappen. Lieber Kollege Hahn, wir haben es doch gemeinsam gemacht. Und einige sind hier, die sich noch gut daran erinnern können. Es war eine heftige Auseinandersetzung mit der Opposition, damals SPD und Grünen. CDU war damals in der Regierung. Die Regierungsmehrheiten haben sich verändert. Aber wir sind auch seinerzeit nie auf die Idee gekommen, dass das, was wir für politisch richtig und zwingend gehalten haben, auch bei knappen Mehrheiten nicht zu vollziehen gewesen wäre. Und das, was damals galt, liebe Kollegen, das muss doch heute auch gelten. Ich verstehe die Anwürfe nicht. Und wir haben ein Wählermandat. Und dieses Wählermandat verpflichtet uns zu handeln. Wenn wir aber nicht handeln können nach der gegenwärtigen Rechtslage, dann haben wir die Pflicht zu versuchen, die Dinge so zu gestalten, dass wir handeln können. Nicht wegen uns. Und auch nicht, wenn Sie uns den Respekt versagen, finde ich schade. Aber den Respekt vor dem Wählerwillen, den sollten Sie nicht völlig vergessen. Und vor allen Dingen den Respekt vor den Menschen, die von uns jetzt etwas erwarten. Hessen bleibt besonnen. Das ist unser Wahlspruch, seitdem diese Krise uns heimsucht. Das gilt für vieles, und das gilt auch und gerade für die Finanzpolitik. Meine Damen und Herren, die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf lassen, dass diese Landesregierung und die sie tragenden Parteien sich sehr wohl überlegt haben, welchen Weg wir gehen. Aus Verantwortung für dieses Land wollen wir handeln, rasch, kraftvoll und zukunftsfähig. Ich danke Ihnen. Danke schön, Herr Ministerpräsident. Nächster Redner für die Fraktion der FDP ist der Fraktionsvorsitzende René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Herr Ministerpräsident, Sie haben eingefordert, dass man pfleglich miteinander umgeht. Da sprechen Sie den Freien Demokraten und ich denke den Oppositionsfraktionen aus dem Herzen. Ja, wir wollen pfleglich miteinander umgehen. Das wollen wir. Und lieber Herr Ministerpräsident, ich sage das auch ganz persönlich, wir haben es bewiesen, dass wir pfleglich miteinander umgehen. Die ganze Legislaturperiode schon haben wir es bewiesen. Und es kann niemand, kein Beobachter, niemand kann das infrage stellen, dass wir es nicht bewiesen haben. Und wir haben es bewiesen, indem wir den Umgang mit der geringen Einstimmenmehrheit der Regierung dargelegt haben. Wir haben es mit Erkrankungen dargelegt, dass wir uns absolut pfleglich und vernünftig mit der Regierung auseinandersetzen. Und wir haben es, und das sage ich hier an der Stelle noch einmal, am ersten Nachtragshaushalt 110% bewiesen, dass wir pfleglich miteinander umgehen. Jetzt will ich nur eine kleine Denksportaufgabe mal stellen. Warum klappt es in allen anderen Bundesländern nur nicht in Hessen? Könnte es vielleicht doch auch an jemand anders als an der Opposition liegen, Herr Ministerpräsident? Und eins, Herr Wagner, lassen wir hier nicht zu. Das lassen wir hier nicht zu, dass Sie hier die Unwahrheit verbreiten, die Unwahrheit, dass die Opposition
ein Bremsklotz wäre, dass wir Blockade wären. Diese Unwahrheit lassen wir der Regierung nicht durchgehen, und Grünen und Schwarzen schon gar nicht, sehr geehrte Damen und Herren. Innerhalb von 24 Stunden haben wir Ihnen 2 Milliarden € zur Verfügung gestellt, wovon Sie nicht einmal die Hälfte verausgabt haben, wo Sie noch die Hälfte noch nicht einmal verausgabt haben. Wir sind bereit gewesen und sind es immer noch. Wir sind bis Samstag bereit, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen weitere 4,5 Milliarden € zur Bewältigung der Krise bereitzustellen. Diese Opposition blockiert gar nichts, sehr geehrte Damen und Herren, gar nichts. Und Sie haben uns zu Gesprächen eingeladen. Sie haben uns Angebote gemacht. Und als wir gefragt haben, ja, was denn jetzt konkret, dann haben Sie gesagt, ja, wir wollen die Pandemie mit so einem Sonderschuldenschattenhaushalt über 4 Jahre festschreiben. Und wir wollen in 4 Jahren so einen Topf haben, wo wir 4 Jahre lang reingreifen können, wie wir es wollen. Und da haben wir gesagt, das ist nicht im Sinne der Schuldenbremse. Das widerspricht aus unserer Sicht der Verfassung. Und dann haben Sie gesagt, na ja, sagen Sie doch mal, legt doch einfach was oben drauf und dann macht ihr schon mit und so. Und dann haben wir gesagt, nein, wir als Freie Demokraten nehmen die Schuldenbremse ernst, und das ist DNA der Freien Demokraten. Und darum können wir gar nicht anders, als jetzt hier zu stehen und sagen, wir machen diesen Schuldenfonds über 4 Jahre nicht mit, sehr geehrte Damen und Herren. Und lieber Herr Ministerpräsident, Sie führen hier in die Diskussion ein, die Wirtschaft fordert diese Politik, die Sie hier machen. Nein, die Wirtschaft fordert die Politik nicht, die Sie hier machen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das entgangen ist, aber der Verband der Hessischen Unternehmer, die VAU, die auch eigentlich der Regierung oder auch uns oder auch Konservativen oder auch Liberalen gar nicht so fernsteht, die fallen Ihnen in den Arm und sagen, machen Sie es nicht. Die Familienunternehmer, da waren wir zusammen auf dem parlamentarischen Abend. Das ist doch FDP und CDU-DNA, die Familienunternehmer. Die sagen Ihnen, nein, tun Sie das nicht. Stoppen Sie diesen falschen Weg. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, aber das ist doch alles geboten, da sagt der Landesrechnungshof Ihnen, wir haben Angst, dass es verfassungswidrig ist, was Sie da tun. Das müssen Sie doch mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn Sie diesen Weg weitergehen, dann bauen Sie die Corona-Rettungspolitik des Landes Hessens auf Sand. Wenn dieser Fonds womöglich verfassungswidrig ist, wir als Freie Demokraten zusammen mit den Sozialdemokraten, wir werden prüfen, wir werden Gutachten in Auftrag geben, wir werden schauen, ob das verfassungsmäßig ist. Und wenn wir Zweifel haben, dann werden wir gegen diesen Gesetzentwurf vorgehen. Und wenn das so ist, wenn es wirklich verfassungswidrig ist, wie der Landesrechnungshof ja in den Raum gestellt hat, dann haben Sie die gesamten Hilfen ohne Not auf Sand gebaut. Das ist dann ganz allein Ihre Verantwortung, diese Verantwortung dieser Landesregierung. Und wir haben Sie auch noch davor gewarnt, und wir hätten Sie auch gern noch davor bewahrt. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Landesregierung tut heute etwas, das nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ist, nicht im Sinne dieses Landes ist und nicht im Sinne dieser Demokratie. Bitte lassen Sie es einfach sein. Vielen Dank.